Immer mehr Selbstständige landen in der Altersarmut. So lautete die Überschrift in der Wirtschaftswoche. Ich habe dir heute einfach mal ein paar Zahlen mitgebracht, damit du erkennst, wie viel Geld musst du sparen, beziehungsweise wie viel Kapital benötigst du, damit du nicht in der Altersarmut landest. Mehr im heutigen Video. Ja, und damit du nicht auch in der Altersarmut landest, habe ich dir heute einfach mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht, wie man den Kapitalbedarf für seine Rente ermittelt und auch mal erkennt, wie viel Geld benötige ich denn überhaupt, wenn ich mit 60 in Rente gehe und vielleicht eine Lebenserwartung habe zwischen 85 und 90. Wie viel Geld benötige ich dann? Wie das Ganze aussieht, nehme ich dich einfach mal mit auf den Bildschirm. Ja, und spannend fand ich, stand im Handelsblatt, Inflation fast bei 4%. Und immer wieder stelle ich fest, dass die Menschen die Inflation nicht berücksichtigen, wenn sie sparen für ihr Alter, aber auch wenn sie Geld anlegen. Und hier nochmal in aller Deutlichkeit, wenn du es nicht hinbekommst, die Inflation zu schlagen, dann sparst du dich arm. Und was das konkret heißt, wie gesagt, heute mal in einem ganz einfachen, schönen Beispiel. Kapitalbedarf für Rente. Wie ermittle ich das Ganze? Mal angenommen, du bist 43 Jahre alt, willst mit 60 in Rente gehen und hast eine Lebenserwartung von 85. Was bedeutet das denn überhaupt? Hier mal ein bisschen größer habe ich es gemacht. So, viele Selbstständige, die ich betreue, sagen, naja, wenn ich bis 60 gearbeitet habe, ich arbeite sehr viel, dann sollte das reichen und ich gehe in meinen wohlverdienten Ruhestand. Das Ganze gönne ich jedem, aber was ich leider immer wieder feststelle, dass den Leuten nicht klar ist und auch oftmals oder meistens sogar von den Beratern, ob das der Versicherungsberater ist, der Bankberater, der Finanzberater oder wer auch immer das Ganze für die Leute tut, ihnen nicht sagt, wie viel Geld sie benötigen. Und hier auch nochmal, leider stelle ich immer wieder fest, dass es auch viele Finanzberater einfach nicht mehr können, wie sie einen Kapitalbedarf ermitteln. Deswegen heute mal ein ganz einfaches Beispiel. Du willst 4.000 Euro Rente haben mit 60 und das Ganze natürlich Kaufkraft bereinigt. Jetzt stand im Handelsblatt, deswegen habe ich es euch mitgebracht, 3,8% Inflation. Was heißt das denn? Wenn ich 4.000 Euro Rente haben möchte, bin heute 43 Jahre alt, dann benötige ich in 17 Jahren wie viel Euro monatlich, damit ich dieselbe Kaufkraft habe wie heute bei 4.000 Euro bei einer Inflation von 3,8%. Und was schätzt du, wie viel das ist? Halte dich fest. 7.541 Euro brauchst du dann schon monatlich, damit du dieselbe Kaufkraft hast wie heute von 4.000 Euro. Das ist Inflation. Und ich bin hier Fahrrad gefahren mit einem Bekannten und der arbeitet eigentlich auch in dem Bereich und da haben wir auch das Thema Inflation angesprochen und dann wurde dann so unterschwellig, ja, du mit deinen Videos, was heißt denn das? Und ich stelle einfach immer wieder fest, was mich dann auch ärgert, den Menschen ist nicht klar, was das bedeutet. Die Kaufkraftverlust oder die Teuerung oder wie auch immer macht die Leute arm. Die enteignet euch. Und deswegen muss ich es hinbekommen, die Inflation zu schlagen oder vorbereitet zu sein. Unabhängig, wie sich unsere Wirtschaft oder die Weltwirtschaft entwickelt. Das heißt, ich brauche mit 60 7.541 Euro. Wenn ich dann eine Lebenserwartung habe von 85 und dann in meinem wohlverdienten Ruhestand bin, hört die Inflation ja nicht auf, nur weil ich im Ruhestand bin. Jetzt rechnen wir mal weiter mit dem Beispiel, welches im Handelsblatt stand von 3,8%. Was denkst du denn, wie viel Geld du in deinem letzten Rentenbezugsjahr benötigst monatlich? Um dieselbe Kaufkraft wie dann mit 60 oder heute in dem Beispiel von 43 Jahren benötigst. Und es wird spannend. 19.158 Euro. Wahnsinn. So viel Geld brauchst du monatlich, wenn du eine Kaufkraft haben willst von 4%, von 4.000 Euro bei einer Inflation von 3,8%. Und das ist
meiner Erfahrung nach den meisten so nicht klar. Und jetzt habe ich ausgerechnet, wie viel Kapitalbedarf oder wie viel Kapital in Summe benötigst du, wenn du dir die 25 Jahre lang das Geld monatlich ausbezahlen lassen möchtest. Natürlich kommt immer wieder das Argument, ja, im Alter brauche ich nicht mehr so viel, aber vielleicht brauche ich mit 60 ein bisschen mehr und mit 80 etwas weniger. Aber wenn ich 4.000 Euro Kaufkraft haben möchte, brauche ich in Summe, jetzt wird es spannend, in Summe 2.171.876 Euro. Diese brauche ich in Summe, egal ob ich da ein Immobilienvermögen habe, welches ich dann vielleicht veräußern tue oder die monatlichen Mieteinnahmen habe, aber in Summe brauche ich über 2 Millionen Euro, wenn ich 4.000 Euro Rente haben möchte. Auch hier kann man natürlich wieder argumentieren, ja, mir reicht ja vielleicht auch weniger, aber wenn man dann die Ehefrau noch mit reinnimmt und jeder sagt, er will 2.000 Euro haben, oftmals haben das die Selbstständigen während des ihrem Erwerbsleben, arbeiten sehr viel, damit sie später mal das Leben genießen können, aber die meisten haben das nicht am Schirm. Die verdienen viel Geld, ich erlebe es immer wieder, 50, 55-Jährige, die haben 150, 250.000 Euro auf der hohen Kante, haben das Gefühl, dass sie ein gutes Vermögen aufgebaut haben, aber wenn ich diese Rente haben möchte, brauche ich 2 Millionen Euro. Und das ist den meisten so nicht klar und deswegen auch nochmal das einfache Beispiel. Und das ist mir wichtig, das rüberzubringen. Und wenn ich es, wie gesagt, nicht hinbekomme und nicht früh genug anfange zu sparen, habe ich ein Problem im Alter. Und hier auch nochmal ein ganz einfaches Beispiel. So, an dem einen Beispiel haben wir jetzt gesehen, dass wir über 2 Millionen Euro Kapitalbedarf benötigen, wenn wir 4.000 Euro Rente, Kaufkraft wollen. Aber umgekehrt, was heißt denn die Inflation, wenn ich jetzt 50.000 Euro auf dem Sparbuch habe, in einem Bausparvertrag, im Schließfach, wo auch immer, wo es mir keine Zinsen bringt. Und 50.000 Euro bei einer Inflation von 3,8%, dann haben Sie in 25 Jahren nur noch eine Kaufkraft von, was schätzt du? 19.680 Euro. 30.000 Euro sind garantiert weg. Und jetzt nochmal 10 Jahre weiter, dann haben wir nur noch, was glaubst du? 13.554 Euro bei einer Inflation von 3,8%. Ja, Wahnsinn! Und die Menschen haben das Geld am Sparbuch, am Tagesgeldkonto, in den Bausparverträgen, in den kapitalbildenden Lebensversicherungen. Und das passiert mit deinem Geld, was du dir jahrelang hart erarbeitet hast, gespart hast, immer abgespart auf Sparbuch. Meine Tochter sagt hier wieder, jawohl, Papa, wann ist denn wieder Weltspartag? Das ist in den Köpfen drin, aber es bringt dir nichts und das Geld wird immer weniger wert. Rein psychologisch hast du natürlich noch die 50.000 Euro auf dem Sparbuch oder wo auch immer, aber die Kaufkraft ist deutlich weniger, wie hier in dem Beispiel. Ja, und wenn auch du wissen willst, wie viel Kapitalbedarf du benötigst für deine Rente, wenn du eine Lebenserwartung hast von 80, 85, 90, kann man natürlich mit jedem Jahr durchspielen. Dann geh einfach bei mir auf die Homepage auf www.tobiaskalb.com, schreib mir eine Nachricht und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne jetzt mit der Glocke, so verpasst du in Zukunft kein spannendes Video mehr. Ich sage schon mal weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Video. Tobias Kalb.